Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Mal geht es um Hobbys und dass ich viel zu viele davon habe, wie ihr vielleicht im Titel schon gesehen habt, weil ich das wahrscheinlich zu viele Hobbys oder so irgendwie nennen werde. Keine Ahnung, egal. Ich kann euch mal erzählen, was meine Hobbys sind. Ich glaube, man kann das schon relativ gut erkennen eigentlich so von den Videos, die ich mache und so. Also, momentan ist es vor allem YouTube. Ich gucke auch ganz viel YouTube, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Ja, ich mache das zwar vor allem zur Entspannung, aber ich kann sagen, ich brauche das für Videoideen oder so. Ich mache ja, keine Ahnung. Das funktioniert nicht so wirklich, aber egal. Dann schreibe ich, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Vor allen Dingen, wenn man dann noch bedenkt, dass ich ja auch plotten muss und dann Motivation finden muss, um zu schreiben und ja. Dann habe ich so viele Geschichten und so viele Ideen und das ist alles so anstrengend. Dann lesen. Was ich selten tue, weil es anstrengend ist. Nee, nicht anstrengend. Ich bin so sehr so ein Mood-Reader. Also ich kann nur, wenn ich wirklich in der Stimmung bin, lesen. Und früher habe ich das immer vom Einschlafen gemacht und das finde ich eigentlich auch voll cool, aber ich bleibe meistens so lange wach und dann habe ich keine Zeit mehr dafür. Und ja, wie gesagt, es dauert halt auch irgendwie so lange. Keine Ahnung. Ich bin nicht so der schnelle Leser. Ich genieße das dann zu sehr. Und wenn man selber schreibt, liest man auch nochmal anders. Und dann Animes schauen, auch was das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und was ich auch momentan sehr selten tue. Ich gucke eigentlich nur YouTube momentan. Aber egal, ja. Also Animes schauen, das braucht auch Zeit, weil die Episoden Zeit brauchen. Zwar nicht so lang wie Serien oder so, aber Zeit. Halt, ne? Dann Serien schauen. Das braucht noch mehr Zeit als Animes schauen. Doppelt so lange eigentlich, weil Animes meist so 20 Minuten lang sind und Serien meist so ungefähr so 40. Also ja, und das tue ich im Moment auch sehr selten. Noch seltener als Animes schauen, eigentlich gar nicht. Ich muss vor allen Dingen, vielleicht mache ich das heute mal, ich muss Sachen noch aufholen, die momentan eigentlich im Fernsehen laufen und ich weiß gar nicht mehr, wo ich da bin. Und bevor ich das ganz vergesse, muss ich das aufholen, weil sonst bin ich sehr traurig. Dann, 5 Sachen waren das jetzt. Games zocken. Ich halte mal meine Finger trotzdem oben, ich kann das. So, Games zocken, Nummer 6. Ich kann auch meine Finger mal weglassen. Games zocken, genau. Also meine Zockerseele, wie ich das immer nenne, ist aus ihrem Tiefschlaf erwacht und ja, ich habe in letzter Zeit gerade sehr viele Spiele gespielt, auch wegen meinem Let's Play-Kanal, den ich dann angefangen habe, um mehr Spiele zu spielen. Und ja, es ist eigentlich, ich mache das eigentlich voll gerne, gerade weil auch, das sind ja auch Geschichten in gewisser Weise, Geschichten, mit denen man selber interagiert, die man selber so formt und so. Und ja, es ist irgendwie so ein cooles Zwischending zwischen Serien schauen und schreiben. Also du hast halt zwar irgendwie eine Geschichte, die schon da ist, aber du erlebst die ja selber mit und gestaltest die auch mit und ja, das ist total cool. Das mag ich sehr gerne. Ich habe jetzt WoW mir wieder ein Monatsabo geholt. Ich habe No Man's Sky ganz viel gespielt. Ich habe Overwatch versucht zu spielen. Ich habe mir Life is Strange gekauft, aber immer noch nicht gespielt. Ich habe viel Stardew Valley gespielt tatsächlich, wo ich auch mal weiterspielen könnte. Ja, und ich habe auch früher schon als Kind mit WoW mal angefangen. Da war ich irgendwie 10 oder 11 oder bin dann 11 geworden, keine Ahnung. Das ist so richtig Kindheitserinnerung für mich, was total seltsam klingt, weil WoW als Kindheitserinnerung was. Ja, Nintendo-Spiele, ich spiele selten was an Nintendo, aber ja. Ich glaube, das war so an sich alles, was ich so hobbymäßig super gern mache. Und das sind, wie ihr seht, alles Sachen, die man eher so drin macht. Ne? Ich habe jetzt keinen irgendwie so einen Sport, den ich gern mache oder so. Sport. Aber das sind alles sehr zeitintensive Sachen, weil für Spiele, du kannst nicht einfach ein Spiel irgendwie 10 Minuten spielen. Dann da kommst du halt nirgendwo hin, ne? Und ja, lesen auch. Also wenn du nur 10 Minuten liest, schaffst du vielleicht 2 Seiten oder 3. Vielleicht ein bisschen mehr. Und schreiben auch, so, das sind halt alles so Sachen, die lange brauchen und für die man auch viel Konzentration braucht, würde ich sagen. Ich glaube, das ist das, wo es mir so ein bisschen dran mangelt meistens. So, YouTube-Video ist halt total das, was ich eigentlich im Moment am besten so hinbekomme, weil das total simpel ist in dem Sinne. Ich setze mich hin, rede mit der Kamera und dann bin ich fertig und dann tue ich das auf meinem Laptop und dann muss ich das zwar noch schneiden. Das Schneiden ist dann das, was ein bisschen länger daran dauert, aber an sich ist das eine relativ kurze Sache, wo man nicht so mega viel Konzentration braucht und das braucht man bei all den anderen Sachen. Und auch wenn ich es total liebe, mich beim Schreiben zu verlieren oder beim Lesen oder
beim Spielezocken und so, ich mag das total, aber es ist halt, meine Konzentrationsspanne ist dann irgendwann weg und ich will dann auch der Sache, meine volle Konzentration eigentlich widmen und kann das dann aber nicht mehr, weil meine Konzentration halt weg ist und ich weiß nicht, warum ich gerade hier unten hingestarrt habe, anstatt hier oben. Das macht keinen Sinn, weil da unten sind meine Mangas. Genau, Mangas lesen auch, aber ich zähle das mal als Lesen. Das ist halt dann alles so ein bisschen schwierig. Und ich glaube auch gerade, weil ich so viele relativ zeitintensive Hobbys habe, die alle drin stattfinden, aber keine Ahnung, ob das ein Aspekt davon ist oder ein Element davon ist. Gerade weil das so viele Sachen sind, mache ich wahrscheinlich auch manche Sachen davon eher selten, weil ich dann so... Irgendwie ist es so ein gewisser Druck, wenn ich YouTube-Videos schaue, ist halt so, ja, ich schaue die halt und da kommen halt dann neue und ja, das ist so voll entspannt, da redet jemand und keine Ahnung, irgendwie finde ich das voll entspannt, ich weiß auch nicht warum. Vielleicht auch, weil ich mich dadurch nicht so allein fühle oder so, keine Ahnung. Ich bin ja eigentlich gerne alleine, aber I don't know. Auf jeden Fall kommt von den ganzen anderen Sachen, so zum Beispiel, ich habe hier zwei fette Manga-Stapel, wozu ich wahrscheinlich gleich noch ein Video machen will, weil ich dazu Lust habe. Und ich mache jetzt diese Handbewegung die ganze Zeit, bis das Video zu Ende ist. Und sag natürlich auch nichts mehr. Genau, also das sind halt alles so zeitintensive Sachen, wo sich dann auch gerne mal mehr ansammelt. Also zum Beispiel habe ich viele Ideen, wo ich was zu schreiben will. Ich habe relativ viele Fanfictions angefangen, beziehungsweise bin jetzt gerade tatsächlich dabei, Sachen zu beenden, sodass ich Neues wieder anfangen kann. Und ja, dass da so ein bisschen aufgeräumter wird und ich mich neuen Sachen widmen kann. Weil wenn die Geschichte dann irgendwie so über 50 Kapitel hat, ist es dann irgendwie auch mal genug langsam. Da hat man sich... teilweise schon so weit von der Idee wegentwickelt, beziehungsweise von, klar, man entwickelt sich auch mit, die Geschichte entwickelt sich ja mit einem mit, aber ja, man hat dann Lust auf andere Sachen auch mal, ne? Dieser Druck, der dann halt einfach da ist, so, die Bücher stapeln sich langsam im Regal, die man sich alle gekauft hat, die man noch lesen will, die Mangas stapeln sich, die Sachen, die man, wo man weiterschreiben müsste, stapeln sich, die Games, die man sich gekauft hat und nicht angefangen hat zu spielen, stapeln sich, ja, und eigentlich auch genauso mit YouTube-Videos, die man nicht geschaut hat, die stapeln sich auch. Aber da habe ich irgendwie nicht so diesen Druck, ich weiß nicht. Das ist zwar so, ja, ich will gern bei diesem YouTuber so up-to-date sein und der macht zwar immer so lange Videos, aber ich gucke mir die gerne an. Aber da ist es irgendwie nochmal ein bisschen anders. Naja, egal. Darauf wollte ich auch nicht hinaus, aber ja, ich glaube, dieser ganze Druck, der dann da so ein bisschen von allen Sachen kommt, hält mich dann so ein bisschen, beziehungsweise schreckt mich ab, dann diese Sachen tatsächlich zu machen, weil ich dann denke, ja, selbst wenn ich da ein bisschen was schaffe, da merke ich ja gar keinen Unterschied von und da muss ich ja dann schon viel machen und viel tun, dass ich da irgendwie einen Unterschied merke und da wirklich einen Erfolg verzeichnen kann sozusagen. Zum Beispiel bei Geschichten muss ich ja gleich ein ganzes Kapitel fertig schreiben, weil sonst bin ich unzufrieden, obwohl ich jetzt gerade gestern sehr viel geplottet habe und das ja auch ein Erfolg ist in dem Sinne, aber ich merke davon halt einfach noch nichts, es sei denn, ich bin fertig mit Plotten, aber ich weiß nicht, wann das bei dieser Geschichte hier passieren wird. Ja, das ist halt so, auch bei Büchern oder so, da muss man schon 5 Kapitel gleich lesen oder so, damit man da irgendwie ein Erfolgsgefühl hat und ja, das ist halt alles immer ein bisschen nervig. Und deswegen mache ich momentan, ja, bei Games auch, da hat man auch, also man hat dann so kleine Erfolge, aber man will dann ja einen größeren Erfolg haben und irgendwo hinkommen und es ist alles so anstrengend. Ja, und dann sitze ich lieber den ganzen Tag vor meinem Laptop und schaue nur YouTube-Videos. Great job. Wollte ich euch einfach mal mitteilen, was so meine Hobbys sind und wie ich quasi meine ganzen Tage verbringe, wenn ich jetzt nicht in der Uni bin oder wo sollte ich sonst sein. Und dazu kommen dann ja noch so Sachen, dass ich eigentlich Japanisch lernen sollte mehr und dieser ganze Blödsinn, also diese ganzen... Einkaufen muss ich ja gehen und dann muss ich abwaschen und dann muss ich Essen machen und ja, das kommt dann noch dazu und das ist dann nochmal eine andere Art von Druck und dann rekapituliere ich einfach und sage so, nö, ich gucke halt einfach nur YouTube-Videos und entspanne mich und dann habe ich oft auch einfach gar keine Energie und Konzentration dann sowieso nicht und ja, dann kriege ich nicht so wirklich irgendwas hin und bin dann am Ende traurig, dass ich mir keine Zeit genommen habe für meine Hobbys, obwohl ich eigentlich Zeit habe und das regt mich dann immer ein bisschen auf. Aber ja, irgendwie ist momentan so eine Phase, wo ich vielleicht Sachen so ein bisschen besser wieder hinbekomme und mich wieder auf meine Hobbys so ein bisschen mehr konzentrieren kann und meine YouTube-Sucht bzw. Let's Plays-Anguck-Sucht nimmt so ein bisschen ab, das ist ganz gut. Und vielleicht schaffe ich dann auch wieder mehr Serien zu gucken, mehr Animes zu gucken und mehr zu lesen und das wäre sehr schön. Aber das ist, glaube ich, immer so ein Auf und Ab und ich glaube, das ist bei jedem so und
darüber mache ich noch ein Motivationsmontag-Video über dieses ganze Zeug mit dem, ich will nicht zu viel spoilern, nee, übers, dass es auch okay ist, nichts zu tun sozusagen. Ja, aber erstmal muss ich dieses Video beenden, ich weiß nicht, ja, erzählt mir doch mal, was eure Hobbys so sind und ob ihr auch so Planungsprobleme in dem Sinne habt und beziehungsweise diesen Druck kennt irgendwie und dann manchmal überhaupt keine Lust auf irgendwas habt, obwohl ihr eigentlich Lust dazu habt und das eigentlich gerne machen wollen würdet, aber ja, es irgendwie halt nicht klappt und ihr euch dann nicht drauf konzentrieren könnt. Darüber würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Ihr könnt mich natürlich auch abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben geben und meinen anderen Videos einen Daumen nach oben geben, obwohl ihr sie nicht angucken, dann ihr könnt sie natürlich auch angucken. Ihr könnt auf meinem Let's Play-Kanal vorbeischauen und ich weiß gar nicht, warum ich gerade so eine Abmoderation mache, weil ich das mega lange nicht mehr so gemacht habe, aber ich hatte gerade Lust dazu. Wow. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und bis dann.